Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Wir haben den Kanal Deep Inside erst vor circa 6 Monaten begonnen und inzwischen haben uns schon fast 7000 Menschen abonniert. Viele Videos haben 10, 20 oder 100.000 Aufrufe. Das sind Zahlen, mit denen wir selbst nicht gerechnet hätten. Danke für jeden Like, jeden Kommentar und danke an jeden, der abonniert hat. Wir werden 2023 Dutzende Videos zu Serienmördern und ähnlichen Themen produzieren. Natürlich sind auch wir nur Menschen und es wird nicht alles perfekt laufen. Aber wir werden stets mit Leidenschaft arbeiten und immer versuchen, ein Stück besser zu werden. Eure Unterstützung macht das möglich. Jetzt folgt das letzte Video für dieses Jahr. 10 der schlimmsten Serienmörderinnen. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr und passt auf euch auf. Marie Figačková entstammte einer armen Familie aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Ihre Eltern beanspruchten die deutsche Staatsangehörigkeit während des Zweiten Weltkrieges. Marie hatte mit ihren Eltern kein gutes Verhältnis, unter anderem auch, weil ihr Vater Alkoholiker war. Ab 1957 begann sie auf einer Entbindungsstation zu arbeiten. Ihre Kollegen beschrieben sie als zuverlässige Mitarbeiterin. Marie sollte sogar zur Oberschwester ernannt werden. 1960 wurde sie dann auf der Station festgenommen. Ein paar Tage zuvor sind 2 Neugeborene während ihrer Schicht verstorben. Der Verdacht des Mordes bestätigte sich, da die Säuglinge durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kamen. Marie wird 6 Stunden verhört. In dem Verhör gesteht sie, spontan und ohne Emotion, die 2 Säuglinge getötet zu haben. Als Motiv gab sie an, dass die Schreie der Neugeborenen sie genervt hätten und sie daraufhin einen Wutanfall bekommen hat. Infolgedessen hat sie die Kinder so schwer verletzt, dass sie an den Folgen verstorben sind. Die Nachricht der Todespflegerin verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt. Wenig später spricht das halbe Land über ihre abscheulichen Taten. Marie sagte aus, mindestens 10 weitere Säuglinge verletzt zu haben, meistens wenn sie ihre Periode hatte. Gerade dann habe das Kindergeschrei einen extremen Hass in ihr ausgelöst. Später zeigt sie den Ermittlern auch, wie sie ihre Taten begangen hat. 1960 wurde Marie Figačková angeklagt und zum Tode verurteilt. Ein Jahr danach wurde das Urteil vollstreckt. Bis heute spekulieren Ermittler darüber, wie viele Kinder sie wirklich ermordet hat. Manche gehen von bis zu 10 weiteren Tötungen aus. Für die Eltern der Kinder muss das der schlimmste Albtraum überhaupt gewesen sein. In der sowieso schweren Nachkriegszeit bekommen sie ein Kind und möchten eine kleine Familie aufbauen. Und dann wird das hilflose Neugeborene von einer genervten und empathielosen Schwester einfach getötet. Sabine Hilschens steht 2006 vor Gericht. Als ihr Ex-Mann und andere Familienmitglieder in den Zeugenstand gerufen werden, lächelt Sabine sie mit glücklichen Augen an. Wenn man sich anschaut, was ihr vorgeworfen wird, vergeht einem jedes Lachen. Es tut sich der Abgrund einer unendlich grausamen Serienmörderin auf, die ihren eigenen Kindern Dinge angetan hat, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind antun würde. Alles fing 1983 in der ehemaligen DDR an. Sabine lernt ihren späteren Mann kennen. Gemeinsam bekommen sie ein Kind. Ihr Mann ist darüber überhaupt nicht erfreut. Er befiehlt ihr, dass sie gefälligst besser verhüten soll. Doch es folgen 2 weitere Geburten. Ihr Mann wird zunehmend gewalttätig und schlägt sie. Er macht ihr verständlich, dass er sie verlässt, wenn sie noch einmal schwanger wird. In seinen Augen liegt die Verantwortung der Verhütung ganz bei seiner Frau. 1988 wird Sabine zum 4. Mal schwanger. Aus Angst sagt sie ihrem Mann nichts. Laut ihren Angaben hat sie sich beim Einsetzen der Venen derart betrunken, dass sie eingeschlafen ist. Beim Aufwachen lag das Neugeborene tot vor ihr. Anschließend vergrub sie es in einem Blumenkübel. Bis 1998 entbindet sie eigenständig 8 weitere Kinder. Alle entsorgt sie auf ihrem Grundstück. Ihr Mann und alle anderen Familienangehörigen haben angeblich nie etwas von den 9 Schwangerschaften mitbekommen. 2002 geht die Ehe mit ihrem Mann in die Brüche. Bald darauf lernt sie einen anderen Mann kennen. Sabine wird zum 13. Mal schwanger. Das Kind bringt sie gesund zur Welt.
2005 entdeckt einer ihrer Neffen menschliche Überreste in einem der Blumenkübel. Sabine wird daraufhin verhaftet. Die Ermittler können bei den meisten Säuglingen nicht mehr feststellen, wie sie zu Tode gekommen sind. Vermutlich hat Sabine sie einfach über Tage unversorgt liegen gelassen. Zumindest die Säuglinge, die lebend zur Welt kamen. 2006 wurde die damals 40-Jährige zu 15 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat vehement auf eine Verurteilung wegen Mordes plädiert. Doch dem Landgericht Frankfurt fehlte der Beweis, dass Sabine die Kinder aktiv ermordet hat. Rein rechnerisch ist Sabine bereits wieder auf freiem Fuß, oder sie wird bald entlassen. Vor Gericht hat sie jede Aussage verweigert. Zudem wurde sie als voll schuldfähig eingestuft. Ihr Mann behauptet bis heute, dass er von all den Schwangerschaften nichts mitbekommen hat. Elizabeth Wettlaufer hat 1980 an einer Uni in Kanada einen Bachelor in Religionspädagogik erworben. Danach hat sie Krankenpflege studiert. 2007, im Alter von 40 Jahren, beginnt sie in einem Pflegeheim zu arbeiten. Ihre Kollegen schätzten ihre fürsorgliche Art. Doch schon bald fiel Elizabeth negativ auf, da sie immer wieder Drogen konsumiert hat. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, Elizabeth hat einigen ihrer Patienten hohe Mengen Insulin injiziert. Die Patienten gerieten dadurch in eine lebensgefährliche Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung. Die führt zu schweren Krampfanfällen bis hin zum Koma. Zunächst fiel niemandem auf, dass Elizabeth für die lebensbedrohliche Situation der Patienten verantwortlich war. Ende 2007 ermordet sie den ersten Patienten auf diese Art. Nachdem im Pflegeheim immer wieder Medikamente fehlten, wurde sie 2014 entlassen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits 7 Menschen getötet. In den darauffolgenden 2 Jahren nahm sie Aushilfsjobs in verschiedenen Pflegeheimen an. Auch dort injiziert sie mindestens 3 Patienten Insulin. Einer verstirbt. 2016 wurde sie verhaftet, nachdem auffällig viele Patienten in ihrer Obhut eine Unterzuckerung erlitten. Elizabeth gestand 8 Morde und 6 versuchte Morde. Als Motiv gab sie an, von Stimmen in ihrem Kopf zu den Tötungen gedrängt worden zu sein. Erstaunlicherweise hat sie einem Anwalt nach den ersten Morden die Taten gestanden. Doch er riet ihr, die Morde zu vergessen und nicht zur Polizei zu gehen. Auch Freunden hat sie von den Taten erzählt, doch niemand hat sie ernst genommen. Elizabeth wurde 2017 zu 8 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Elizabeth Wettlaufer ist damit einer der schlimmsten Serienmörderinnen der Geschichte Kanadas. Tammy Corbett ist 1965 in Illinois geboren. Sie war eine hervorragende Schülerin. Als Teenagerin wurde sie laut eigenen Angaben mehrfach vergewaltigt. Infolgedessen begann sie zu trinken. Im Alter von 21 wird sie das erste Mal schwanger. Ihr erstes Kind stirbt wenig später bei einem Unfall. Auch ihr zweites Kind verstirbt kurz nach der Geburt. Beide Kinder waren vor ihrem Tod kerngesund. Tammy bekommt ein drittes Kind. Als der Junge 3 Jahre alt war, hat Tammy ihren eigenen Sohn erstickt. Während ihr Mann im Nebenzimmer schläft, hält sie dem Jungen die Hand auf den Mund. So lange, bis er stirbt. 1989 wird die 24-jährige Tammy Corbett zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zum Zeitpunkt der Tat soll sie unter massiven psychischen Problemen gelitten haben. Die Vergewaltigungen sollen einen entscheidenden Einfluss auf ihre Psyche gespielt haben. Die Ermittler begannen daraufhin, die einige Jahre zuvor verstorbenen Kinder von Tammy zu untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass die 2 Kinder nicht wie ursprünglich angenommen durch einen Unfall gestorben sind. Todesursächlich war eine äußere Gewalteinwirkung und Ersticken. 1993 wird Tammy Corbett wegen 2 weiteren Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Ehemann konnte nie mit den 3 Morden in Verbindung gebracht werden. Tammy hat 2 der Morde begangen, als ihr Mann auf Dienstreise war. Tammy Corbett sitzt noch immer in Haft. Sie ist heute 57 Jahre alt. Beate Zschäpe gilt als Komplizin der NSU-Mordserie. Die Haupttäter und Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnert haben sich 2011 das Leben genommen. Gemeinsam hat das Serienmörder-Trio 9 rassistisch motivierte Morde an Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund begangen.
Zwischen 2000 und 2006 verübten sie ihre Taten ohne erkennbaren Rhythmus in halb Deutschland, darunter in Nürnberg, Hamburg, München und in anderen Städten. Die Opfer waren ausschließlich Männer mit Migrationshintergrund, die in ihren Geschäften ermordet wurden. Das Trio beging die Morde mit Schusswaffen. Bei den Ermittlungen wurde ein rassistischer Hintergrund lange nicht in Betracht gezogen. 2011 konnte der rechtsradikale Untergrund dann hochgenommen werden. Es folgten Haftbefehle und weitere Ermittlungen. Die beiden Haupttäter waren zu dem Zeitpunkt schon tot. Die Ermittler stellten die Mordwaffe und Bekennervideos sicher, auf denen Beate Zschäpe auch zu sehen war. Sie stellte sich wenige Tage danach mit ihrem Anwalt in Jena, mit den Worten: „Ich bin die, die sie seit Tagen suchen." Vor Gericht stritt sie dann, überspitzt gesagt, jede Tatbeteiligung an den 10 Morden ab. Doch das Gericht sah das anders. 2018 wurde sie wegen Mordes und der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. In ein paar Tagen wird Beate Zschäpe 48 Jahre alt. Derzeit sitzt sie in der JVA Chemnitz ein. Rosemary heiratet 1972 Fred West. Fred war vorbestraft. Was die Behörden nicht wussten, er hat einige Jahre zuvor zwei Frauen ermordet, darunter seine Ehefrau. Rosemary hatte keine Angst, die Nächste zu sein. Im Gegenteil, das Ehepaar kauft ein Haus in der Nähe von Wales. Später nannten die Medien das Haus The House of Horrors, da die beiden darin eine abscheuliche Mordserie begangen haben. Um Geld zu verdienen, ging Rosemary der Prostitution nach. Ihre Kunden waren meistens weiblich, der Sex war hart und brutal. In ihrem Keller errichteten die beiden eine Folterkammer. Insgesamt bekam das Paar 8 Kinder. Unter dem Vorwand, ein Kindermädchen zu suchen, lockten sie dutzende ahnungslose Frauen in ihr Haus. Die quälten sie dann über Tage und Wochen. Unmenschliche Verbrechen haben sie den Frauen angetan. Irgendwann ermordeten sie die Frauen, mauerten sie in ihr Haus ein oder vergruben die Leichen im Garten. Dann suchten sie ihr nächstes Opfer. Rosemary war der deutlich dominantere Part. Ihre Wutausbrüche bekamen auch ihre Kinder und ihr Mann zu spüren. 1992 wird Fred wegen einer Vergewaltigung verhaftet. Erst dann kamen die Ermittler auch Rosemary auf die Spur. In den darauffolgenden Monaten wurde das Haus der beiden Killer komplett auf den Kopf gestellt. Fred erhängte sich zu der Zeit in seiner Zelle. Auf dem Grundstück wurden die Überreste von 10 weiblichen Leichen geborgen. Rosemary erhielt lebenslänglich wegen 10 Morden. Im Prozess kamen die grausamsten Folterpraktiken zutage. Insbesondere Rosemary hat das Quälen anderer Menschen angemacht. Die genaue Zahl der Opfer ließ sich nie feststellen. Das Gericht ging aber von deutlich mehr als 10 aus. Mindestens eines ihrer Kinder hat Rosemary ebenfalls ermordet. Bis heute sitzt die 69-Jährige im Gefängnis. Kristen Gilbert ist in Massachusetts aufgewachsen. Schon in ihrer Jugend war sie anderen Menschen gegenüber manipulativ und gewalttätig. Kristen heiratet und fängt 1988 an, als Krankenschwester zu arbeiten. Schon 1990 fiel einigen Kollegen auf, dass es zu hohen Sterberaten gekommen ist, seitdem Kristen auf der Station arbeitet. Ihre Kollegen bezeichneten sie scherzhaft als Todesengel. Kristen hat ihren Patienten hohe Mengen Adrenalin injiziert. Infolgedessen gerieten die in lebensgefährliche Zustände. Mindestens 4 Patienten starben auf diese Weise. Allmählich begann die Polizei zu ermitteln. Als Kristen davon erfahren hat, hat sie dem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet und gemordet hat, eine anonyme Bombendrohung zukommen lassen, um die Ermittler abzulenken. Als Kristen sich im Urlaub befunden hat und die Sterberate der Patienten auf der Station deutlich gesunken ist, hatten die Ermittler ein starkes Indiz. 2001 wurde Kristen Gilbert wegen 4 Morden verurteilt. Mitarbeiter und einige Ermittler gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer weitaus höher liegt. Demnach könnte Kristen bis zu 350 Menschen ermordet haben, abgesehen von hunderten versuchten Morden. Doch die Tötung mit Adrenalin lässt sich nur schwer nachvollziehen und beweisen. Kristen Gilbert sitzt 4 lebenslange Haftstrafen in Massachusetts ab.
Sie ist heute 55 Jahre alt. Zu den Taten oder ihrem Motiv hat sie nie Angaben gemacht. Leonarda Cianciulli ist im südöstlichen Teil Italiens geboren und aufgewachsen. Sie heiratet 1914 und arbeitet dann als Heiratsvermittlerin. Insgesamt ist sie in ihrer Ehe 17 Mal schwanger. Allerdings erleidet sie 3 Fehlgeburten und 10 ihrer Kinder sterben als Säuglinge. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges beging sie ihren ersten Mord. Einer 70-jährigen Frau versprach sie, ihr einen Mann besorgen zu können. Am Tag der Abreise überzeugte sie die Frau, dass sie Leonarda in ihrem Testament berücksichtigt. Anschließend vergiftet sie die Frau. Sie zerteilt den Leichnam mit einer Axt und wirft große Teile der Leiche in einen Topf. Durch Weiterverarbeitung stellt sie Seife aus den menschlichen Überresten her. Das Blut hat sie getrocknet und Kekse daraus gemacht. Die hat sie dann an ihre Gäste verfüttert. In den folgenden Jahren ermordet und verarbeitet sie auf dieselbe Weise 2 weitere Frauen. Da sie ihren Nachbarn und Freunden immer Seifenstücke geschenkt hat, wurde Leonarda schon bald die Seifenmacherin aus Correggio genannt. 1946 wird sie verhaftet, nachdem ermittelt werden konnte, dass das letzte Opfer vor ihrem Verschwinden Kontakt zu Leonarda hatte. Für die 3 Morde erhielt sie 30 Jahre Haft. 1970 starb sie nach 24 Jahren Haft im Alter von 77 Jahren. Die Mordwaffe und der Kochtopf, in dem sie ihre Opfer zur Seife verarbeitet hat, sind im Kriminalmuseum in Rom ausgestellt. Die gebürtige Mexikanerin Juana Barraza wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Der Vater verlässt die Familie früh. Ihre Mutter ist Alkoholikerin und geht der Prostitution nach. Als Juana 12 war, vermittelt ihre Mutter sie gegen Bezahlung an einen Mann, der das Mädchen über Jahre missbraucht hat. Nach dem Tod der Mutter zieht Juana nach Mexico City, wo sie nach einigen Ehen 4 Kinder zur Welt bringt. In den 80er und 90er Jahren tourt sie als Wrestlerin durch halb Mexiko. Ende der 90er begeht sie mit ihrer Freundin dutzende Einbrüche. Zur selben Zeit nahmen brutale Morde an älteren Frauen in Mexiko zu. Fälschlicherweise geht die Polizei viele Jahre von einem männlichen Täter aus. In Wirklichkeit hat Juana alleinstehende Frauen erschlagen oder erwürgt und sie anschließend ausgeraubt. Sie gab sich bei den Opfern oft auch als Krankenschwester aus, um vertrauensvoll zu wirken. 2005 geht sie eine Beziehung mit einem Taxifahrer ein, der schon bald ihr Komplize wird. Zunehmend wurden die Taten brutaler. 2006 wird sie nach einem Einbruch auf der Flucht verhaftet. Die Ermittler waren erstaunt, da sie noch immer von einem männlichen Täter ausging. Viel zu brutal und kaltblütig waren die Verbrechen, als dass sie von einer Frau begangen werden konnten. 2008 wurde Juana wegen 30 Morden angeklagt und in 16 Fällen für schuldig befunden. Ihr Motiv war stets Habgier aufgrund ihrer schlechten finanziellen Lage. Die Medien verglichen Juana mit der Serienmörderin Eileen Wuornos. Über die haben wir in unserem ersten Video der 10 schlimmsten Serienmörderinnen bereits gesprochen. Juana erhielt 759 Jahre Haft wegen der 16 Morde. 2058, im Alter von 100 Jahren, soll sie auf Bewährung entlassen werden. Gesche Gottfried ist 1785 in Bremen geboren. Sie war die Tochter eines Schneiders. 1806 heiratet die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Gesche einen Sattlermeister. Gemeinsam bekommen sie 5 Kinder. Da Gesche Gottfried sich immer rührend um Kranke und Sterbende gekümmert hat, nannten Freunde und Bekannte sie den Engel von Bremen. 1812 gibt ihre Mutter ihr eine Tüte mit Arsen, um eine Mäuseplage zu bekämpfen. Anschließend schien Gesche Gottfried vom Pech verfolgt zu sein. Um sie herum sterben ihre Eltern, ihre 2 Ehemänner, ihre Kinder und Freunde. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass Gesche alle mit dem Arsen vergiftet hat. Das Gift hat sie den ahnungslosen Opfern nach und nach ins Essen gemischt. Niemand schöpft Verdacht, da sie sich stets rührend um die Sterbenden gekümmert hat. Irgendwann war das Gift aufgebraucht. Infolgedessen starb ganze 6 Jahre lang niemand mehr.
Doch im Jahr 1823 bekam sie eine weitere Ladung des hochtoxischen Arsen in die Finger. Wenig später ermordete sie ihren Verlobten. Allmählich entstanden Gerüchte in der Bevölkerung. Ihr Vermieter erkannte in einem Stück Schinken, den er von Gesche Gottfried erhalten hatte, eine weiße Substanz. Die ließ er von einem Arzt untersuchen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Arsen handelte. Gesche Gottfried wurde 1828 an ihrem 43. Geburtstag verhaftet, nachdem sie 15 Menschen ermordet hat. Das Motiv konnte nie eindeutig geklärt werden. Gesche Gottfried hat nie nennenswerte Angaben gemacht. Vermutlich spielte Habgier eine Rolle. Enge Verwandte mussten sterben, weil sie scheinbar im Weg bei einer ihrer dutzenden Liebschaften zu Männern standen. 1831 wurde sie in Bremen unter der Beobachtung von 35.000 Zuschauern enthauptet. Ironischerweise wurde ihr Kopf bis zum Ersten Weltkrieg in einem Institut aufbewahrt. Dort sind ihre sterblichen Überreste bei einem Angriff vernichtet worden.